In Deep Black Metallic steht da hier der Skoda Kodiaq. Eine sehr imposante Erscheinung. Voll-LED-Scheinwerfer sind beim Sondermodell Soleil mit an Bord. Hier allerdings mit auch Feuchtigkeit in den Gläsern. Jetzt nicht so unbedingt mein Ding. Das hätte ich wahrscheinlich schon mal reklamiert, wenn es meiner wäre. Auch die Lackierung ist so nicht mein Fall. Ich weiß nicht, ich bin da eher so der Freund von helleren Lackierungen oder mehr Farbe auf dem Auto. Wie schaut es bei euch aus? Welche Lackierungen sind dann eure Favoriten? Immer noch schwarz, grau, silber, weiß? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Dann fällt hier nichts Besonderes auf. Der Wagen ist schlicht gehalten. Wenn wir uns die Seitenlinie anschauen, fällt uns auf, hier sind 17 Zoll Räder verbaut. Das Sondermodell kommt aber ab Werk mit 18 Zoll Bereifung daher. Oder aber wer das Komfort- und Designpaket ordert, was es auch als einzige Option großartig gab, der bekommt dann 19 Zoll Räder, die hier eigentlich drauf wären. An der Seitenlinie fällt auf, dass wir hier besonders der hintere Teil extrem gestreckt und breit wirkt. Diese Tür ist extrem verlängert worden. Das kennen wir aber auch schon vom Tiguan Allspace oder vom Seat Tarraco. Das sind genau richtig die Plattformbrüder vom Kodiaq, der allerdings der erste hier übrigens aus dem VAG-Konzern war, der diese Plattform so weit gestreckt hat. Unter der Haube steckt oder respektive unter dieser Blechhülle verbirgt sich im Grunde genommen ja eigentlich noch ein VW Golf-Plattform. Nur mal so im Hinterkopf. Am hinteren Bereich sehen wir jetzt das Modelljahr 2020. Hatte ich euch noch den Skoda Kodiaq RS vorgestellt. Link findet ihr oben rechts. Habe ich darauf hingewiesen, dass sich da etwas verändert hat und man sieht es jetzt tatsächlich hier hinten. Der Schriftzug Skoda ist jetzt hier sehr präsent auf dem Heckdeckel angebracht. Das Logo hat man entfernt und wie gesagt, auch die Schriftzüge sind etwas anders angeordnet. Das 4x4 für den Allrad hier, Kodiaq da, der Namensschriftzug. Wie gefällt euch das jetzt eigentlich, dass man diesen Namensschriftzug hier so präsent auf den Heckdeckel draufklebt? Ich wäre eher fürs Logo gewesen. Schreibt es mir trotzdem mal unten in die Kommentare. Hinter der Kofferraumklappe, die übrigens hier elektrisch öffnet, verbirgt sich natürlich ein riesiges Gepäckraumvolumen. Und das ist genau das, was ein Kodiaq-Käufer oder aber jemand wie ich, der Familie hat, sehr zu schätzen weiß. Klar, hohe Ladekante, ansonsten passen hier 720 Liter Stauraumvolumen hinein. Wenn wir umlegen, geht es auf bis zu 2065 Liter und das macht hier in der Konkurrenzumfeld schlicht und ergreifend keiner ihm was vor. Das kann nur er so gut. Wir haben hier noch ein schönes Laderaumrollo, was sich perfekt einrastet oder automatisch zurückfährt. Clevere Haken haben wir hier an der Seite angebracht. Wir haben einen doppelten Ladeboden, wobei hier doppelt leider nicht vorhanden ist. Schließlich haben wir hier ein Notrad untergebracht. Es gibt hier auch noch nette Netze, die Skoda uns mitgibt. Und ansonsten, ja, das ist eine riesige Ladeluke und da geht halt auch alles rein, ob Kinderwagen, ob Baumarkteinkauf oder aber tatsächlich die Ferienreise mit den Kids. Simply Clever ist ja auch so der Markenspruch, den Skoda sich auf die Fahne geschrieben hat. Und woran erkennen wir das? Immer so an kleinen, feinen Details. Wir haben hier unseren Eiskratzer drinnen. Okay, jetzt beim Sondermodell Soleil ist übrigens die Standheizung serienmäßig. Da ist der Eiskratzer jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber grundsätzlich ist er vorhanden. Ein weiteres Gimmick befindet sich in den Vordertüren. Hier haben wir zwei Schirme, sowohl in der Fahrertür als auch in der Beifahrertür. Finde ich auch sehr praktisch, coole Geschichte. Gibt es übrigens auch dann ab Werk. Und jetzt schauen wir uns hinten an, wie viel Platz denn da ist. Natürlich Kindersitz, gar kein Problem, ob Reboarder oder nicht Reboarder. Das ist völlig egal. Und auch bei Erwachsenen ist das sehr, sehr komfortabel hier hinten. Also wir haben wirklich mehr als ausreichend und luxuriöse Platzverhältnisse auf der Rückbank. Ich sage immer, selbst eine Mercedes S-Klasse in der Langversion hat weniger Beinfreiheit als der Kodiaq oder der Skoda Superb.
Der Sitz ist auf meine Größe von 1,78 eingestellt. Eine Wampe habe ich auch dabei, vom Weihnachtsessen noch. Also von dem her, hier ist mehr als genügend Platz. Sitzheizung auf den Außenplätzen gibt es ebenso wie Isofix-Verankerungen. Eine 230-Volt-Steckdose befindet sich hier unten drinnen, sowie ein USB-Anschluss. Das heißt, die Stromversorgung für die Kids auf den Plätzen hier hinten ist definitiv sichergestellt. Willkommen hier im Innenraum vom Skoda Kodiaq, der absolut keine Highlights im positiven wie im negativen Sinne setzt, sondern auf absolute Schlichtheit sich beschränkt. Alles ist aber wirklich funktional ausgerichtet. Es gibt keinerlei Rätsel auf in der Bedienbarkeit. Das Dreispeichenlenkrad kennen wir so auch. Die analogen Instrumente sind ordentlich, von der Ablesbarkeit leicht eingeschränkt durch die elfenbeinfarbenen weißen Ringe. Es gibt zwar ein virtuelles Cockpit oder ein volldigitales Kombi-Instrument, für das Ausstattungsmodell, Sondermodell Soleil gab es das allerdings nicht. Für Käufer, die da überlegen, sollten sich da auf alle Fälle bewusst sein, dass hier nur analoge Instrumente vorhanden sind. Wer dann dieses Ausstattungspaket Komfort und Design für knapp 3.600 Euro geordert hat, bekam das Columbus-Navigationssystem, welches leider keine Bedienelemente mehr analoger Version bietet, das heißt Drehrädchen oder sonst was, sondern alles nur noch via Touch. Da gewöhnt man sich relativ flott dran. Das ist immer noch eine sehr gute Möglichkeit. Der Bildschirm ist toll aufgelöst. Klar, durch das Touch gibt es hier immer mal wieder Fettflecken auf dem Display. Das kann man ganz gut wegwischen. Wir haben einen Annäherungssensor hier hinten drinnen, der auch auf Wischgesten reagiert. Naja gut, Spielerei, sage ich jetzt einfach mal. Klar, wir haben Skoda Connect. Damit gibt es dann die Möglichkeit, hier sich fahrzeugspezifische Daten auf das Smartphone zukommen zu lassen. Oder aber, wenn man einen WLAN-Spot aufbaut, tatsächlich auch die Möglichkeit hat, Realtime-Traffic-Karten für die Navigation zu bekommen. Bleibt es hier beim schlichten, üblichen VAG-Schnickschnack. Wir haben hier eine 3-Zonen-Klimaautomatik verbaut. Die Standheizung kann man dann tatsächlich hier hinzuschalten, wenn man sie denn einschalten möchte. Wir haben Parksensoren vorne und hinten sowie eine Rückfahrkamera. Eine Induktivladeschale, die sich hier unten befindet, mit zwei USB-Anschlüssen. Das sind immer noch USB-A, keine USB-C-Anschlüsse. Dann haben wir hier die Parkbremse elektronisch mit Auto-Hold-Funktion, übrigens beim Doppelkupplungsgetriebe sehr praktisch. Eine Armauflage, die in Höhe verstellbar ist und in der Länge. Dann haben wir noch hier, und das ist wieder so ein Simply Clever Detail von Skoda, hier Münzfach, Kartenfach. Dann haben wir hier tatsächlich noch eine Möglichkeit, unsere PET-Flaschen, die 0,5 Liter, reinzustellen. Diese Zähne sorgen dafür, wenn die PET-Flasche draufsteht, können wir sie tatsächlich mit dem Schraubverschluss öffnen und schließen, ohne dass uns die Flasche hier in den Becherhalter rotiert. Das ist eine sehr coole Geschichte. Dann haben wir hier noch das Schlüsselfach, oder aber wenn wir es gar nicht brauchen, können wir es umdrehen. Das ist ein schlichtes Ablagefach, oder wir schmeißen es raus und haben hier ein sehr tiefes Ablagefach vor uns. Ich persönlich bin immer der Meinung, rein mit dem Aufsatz, dann den Schlüssel da hinein. Übrigens, da sehen wir auch diese kleine Standheizungsfernbedienung. Dann haben wir hier übrigens noch zwei Handschuhfächer. Finde ich auch sehr, sehr praktisch, sehr cool. Vor allem, dass da oben ist ausreichend groß nochmal. Da unten, das ist schon etwas kleiner. Aber auch hier gibt es nichts zu meckern. Im Gegenteil, jetzt würde ich sagen, geht es auf die Straße und wir schauen uns an, was unter der Haube steckt und was der Motor hier kann. Die Dieseldiskussion sorgt ja dafür, dass mittlerweile in solch großen und durchaus schweren SUV-Modellen Benzinmotoren immer mehr Einzug halten. So auch in unserem Tester hier. Wir haben einen 2-Liter Vierzylinder TSI-Motor unter der Haube. 190 PS leistet er, 320 Newtonmeter stark. Und das Ganze reicht für 213 Stundenkilometer auf der Autobahn.
oder aber 7,5 Sekunden auf Tempo 100 aus dem Stand. Das sind ordentliche Werte, zumal das Schiff hier rund 1,8 Tonnen leer wiegt. Mit ein bisschen Beladung sind wir dann schnell bei knapp 2 Tonnen. Ebenso 2,2 Tonnen dürfen an die Anhängerkupplung gehängt werden. Übrigens haben wir hier ein Allradsystem. Das Allradsystem ist allerdings so ausgelegt, dass wir die ganze Zeit quasi als Vorderradantrieb unterwegs sind und erst wenn die Vorderräder die Traktion verlieren, wird die Hinterachse zugeschaltet durch eine Lamellenkupplung. Also es funktioniert sehr, sehr gut und auch ohne, dass man davon wirklich irgendwas mitbekommt. Komfortabel geht es über Stock und Stein mit dem Kodiaq. Das Fahrwerk macht einen sehr komfortablen und guten Eindruck. Klar, so kurze Stöße mag es nicht unbedingt, aber gut, das sind wir mittlerweile von Volkswagen-Derivaten und auch von Skoda-Modellen gewohnt, dass so Kanaldeckel oder Querfugen durchaus mal etwas trockener durchgereicht werden. Auch die Lenkung ist schön leichtgängig, das macht das Ganze im Stadtverkehr sehr leichtfüßig und durchaus gut handelbar, trotz der Abmessungen, die wir hier haben von 4,70 Meter Außenlänge. Eine Rückfahrkamera sorgt dafür, dass wir auch den Wagen ganz einfach in eine Parklücke dirigiert bekommen. Das Doppelkupplungsgetriebe mit seinen 7 Gängen sortiert die Gänge natürlich ordentlich flott. Allerdings das Anfahrverhalten ist immer noch so ein bisschen träge und verzögert. Gerade beim Rangieren nervt es leider bisweilen weiterhin. Wenn man aber so wie ich den Wagen als Neuwagen bekommt und ihn dann sanft an das Ganze anlernt, dann merke ich, dass das Getriebe das auch zu schätzen weiß. Wer das Ganze wohl eher, naja, härter herannimmt, weil man sagt, das Ganze ist ja eh ein Sportgetriebe, der wird damit dann wohl eher bestraft sein. Bestraft wird man natürlich mit einer zügigen Gangart auch beim Benziner, beim Spritverbrauch. Wer es nicht lassen kann und die 190 Pferde die ganze Zeit davon galoppieren lässt, der wird sicherlich mit einem zweistelligen Wert von 10 bis 11 Litern bestraft. Wer es allerdings so angehen lässt, dass man ruhig die Familie durch die Gegend fährt und auch etwas entspannter zur Arbeitsstätte fährt, der kommt mit rund 8 Litern aus, so wie ich. Mein Testverbrauch somit genau 8 Liter. Okay, wir lassen jetzt einfach mal die Standheizung außen vor. Die braucht natürlich auch noch ein bisschen Sprit, wenn man sie denn im Winter häufiger nutzt. Wir sind am Ende vom Video zum Skoda Kodiaq angekommen und ich muss ganz klar sagen, Kaufempfehlung auf alle Fälle. Uneingeschränkt, es gibt quasi nichts, was der Kodiaq schlecht macht. Im Gegenteil, er kann fast alles sehr, sehr gut. Das ist genau so, wie man es eigentlich von einem VW erwartet, nur zu einem Preis, der wirklich volksnah auch noch ist. 44.540 Euro kostet der Kodiaq Soleil mit dem 2 Liter Vierzylinder TSI Motor und Allradsystem sowie 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe. Das ist in meinen Augen nicht sonderlich viel für das, was man hier geboten bekommt. Wir haben einen riesigen Kofferraum, wir haben riesige, also großzügige Platzverhältnisse auf der Rückbank. Vorne sitzt es sich auch toll, der Kodiaq fährt sich toll, bietet einen tollen Federungskomfort. Ja, okay, Optik ist so ein Thema, ob man die mag, das ist natürlich so das Hauptkaufkriterium für viele. Das ist halt das Einzige, was man ihm vielleicht anlasten kann, dass er ein bisschen bieder daherkommt. Da könnte ein bisschen mehr Pep rein.
Aber das wäre es auch, was ich sagen würde. Vielmehr würde mich jetzt eher interessieren, was ihr da draußen dazu sagt. Hat euch das Video gefallen? Dann vergesst bitte nicht den Daumen nach oben. Lasst uns diskutieren über den Skoda Kodiaq, vielleicht sogar auch über die Konzernderivate Tarraco oder aber Tiguan Allspace. Den Tarraco hatte ich euch ja vorgestellt und vom Kodiaq gibt es auch noch die RS-Variante. Schaut da mal rein, klickt rein, vergesst auch nicht den Kanal zu abonnieren, denn genau das benötige ich, damit ich euch weiterhin auch solche Fahrzeuge wie den Kodiaq vorstellen kann. Damit sage ich Tschüss und Servus, euer Ubi.